Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Fallout 4. Ja, und es geht auch direkt weiter. Und ich will hier endlich raus aus dem Vault. Im letzten Part haben wir ganz viel durchsucht. Wir haben eine Pistole gefunden. Und wir haben festgestellt, dass wir eine Haarklammer brauchen, um eine Kryowaffe zu bekommen. Ja, ansonsten haben wir eigentlich noch nicht so weit erreicht jetzt. Und dann werden wir doch mal schnell schauen, dass wir hier weiterkommen. Ein Skelett aktivieren. Oh Gott. Oh mein Gott, ich möchte dich aktivieren. Bin nur noch ich übrig? Nein, du und die Skelette. Und die Kakerlaken. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch, ne? Kann man ja sonst nichts machen hier. Ah, geil. Ich bin echt gespannt, wenn ich hier rauskomme, wie da draußen wo aussieht. Aktivieren! Das ist in Ordnung. Ah, da ist was. Pip-Boy. Ach so. Ja, dann muss ich doch mal jetzt eben kurz das Skelett mal eben der Ding klauen hier. Oh, ist das geil. Das sieht echt cool aus. Ich finde das so geil gemacht, dieses Rollenspiel. Oh. Ich bin jetzt schon fasziniert. Ich bin jetzt schon fasziniert von dem Game. Bin mal gespannt, was mich so alles erwartet hier. Okay, jetzt wird erstmal installiert hier das Spiel. Ist natürlich in grün. Das ist diese Gameboy-Grafik. Ne? Ich meine, 2077, da war grün in. Mit R2 und A2 wechselst du die Reiter. Wechselst du die Bereiche. Oh je. Das wird wieder kompliziert, ne? Ne, Quatsch. Da kann man so machen. Oh, Skills, Specials. Da oben machst du Inventar, Waffenkleidung, zack, zack. Total easy, also für ganz Banane, Leute. Drücke Kreis, um den Pier zu verlassen und um ihm da drauf zuzugreifen. Alles klar. Aber Inventar ist schon mal sehr wichtig. Okay, was haben wir denn hier? Skills. Da habe ich gar nichts, oder was? Toll. Ich bin ja ein toller Skilly. Das ist meine Specials. Das haben wir am Anfang eingestellt. Bei dem Typen da. Das ist gerade mein Status. Pistole macht 18. Ich habe Helm oder so. Oder kann ich da noch was machen? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich da Rüstung anlegen. Oder unten steht, dass ich verletzt bin. An den Füßen oder was? Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Da haben wir Inventar. Genau, das haben wir die beiden Sachen. Da ist es ja. Dann haben wir die Kleidung. Die Brille können wir aufziehen. Den Voltanzug neu. Hat der irgendeinen Unterschied? Nur, dass der eine neu ist. Deswegen ziehe ich einen neuen an. Wenn, dann ziehe ich aber was Frisches an. Hilfsmittel. Okay. Diverses. Schrott. Schrott ist gut. Schrott können wir auf jeden Fall hinterher wegschmeißen. Mods. Munition. Oder müssen wir Schrott verbauen? Oder war das Diverses? Na, ich bin gespannt. Das werden wir später sehen. Da unten 250 Platz. 15 von 250. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Da haben sie schon erweitert. Also 100 da, glaube ich, hat es damals mal gehabt. Aber so 500 ist natürlich schon. 250 ist auf jeden Fall schon cool. Ja, ne? Werkstättenstatistik. Ah, da haben wir sogar was. Entdeckt. Oh, da habe ich schon Dungeons, vergangene Tage, Stunden geschlafen. Und es geht noch weiter runter. Ach du Scheiße. Guckt euch das an, was wir alles machen können. Ausgestoßene Kerne, eingeschüchterte Leute. Was? Ach so, ich bin nett zu den Leuten. Haha, glaubt ihr. Kampf. Herstellung, Verbrechen, Morde, Angriffe, Hausfriedensbrüche, Taschen, gehackte Schlösser. Ach du Scheiße. Was man alles treiben kann hier für ein Special. Ah ja. Die kleine Welt, oder was? Ah ne, das ist jetzt nur unter der Erde, ne? Walt? Ich hoffe ja, dass es noch größer wird. Und Radio. Radio Kaka. Können wir draußen dann hören. Dann kriegen wir dann immer irgendwelche News, ob irgendwo was passiert oder Funksprüche oder so. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Krass, das ist der riesengroße Schlüssel, der jetzt gerade hier eingesteckt wird. Ah, schon geil gemacht hier, muss ich sagen. Ja, bis das soweit ist hier, überlege ich mir kurz einen Witz für euch. Lasst mich kurz überlegen. Und zwar eine Frage an euch. Ist ein Schafshirte, ja, der seine Schafe verhaut, ein Mähdrescher? Ist der das? Oh Gott, ey, ich war schon zu lange in dem Vault drin, ja, liebe Leute. Oh, okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Immerhin habe ich sehr lange geschlafen, ja.
Ihr habt es alle gesehen. Okay, dann gehen wir jetzt hier raus. Stop! Stop! Boah, geil, ey. So geil gemacht, das Feeling hier. Ah ja, hier sind wir reingekommen. Hier standen die Leute alle. Da ist der Aufzug. Und jetzt geht's raus. Und ich hoffe, ich krieg nicht gleich einen Sonnenstich oder ich werde gleich verstrahlt oder ich begegne hier siebenköpfigen Monstern oder so. Aber ist egal, was passiert. Ich habe eine Waffe. Ich habe sie durchgeladen. Und wer braucht schon eine Haarklammer, wenn man eine Pistole hat? Name, Special, Attribute, Aussehen, alles fertig. Fertig, verlasse den Ward. Es geht los, liebe Leute. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Viel Spaß, danke. Danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Ich wäre jetzt voll gerne... Oh, schöne Waffe. Ah, da ist schon mein Level angezeigt. Ein halbes Level fast. Ich wäre jetzt echt gerne... Hätte ich gesehen, wie ich dann so hochfahre, wie ich dann langsam in der Sonne da so entgegenkomme. Wow. Ich bin echt gespannt. Wenn es überhaupt Sonne gibt, ob es überhaupt noch Bäume gibt, überhaupt irgendwas. Ich bin echt gespannt. Also normalerweise nach dem Atom, wenn alles kaputt ist. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre vergangen ist, ob da nochmal was blüht und so. Obwohl Tschernobyl ist ja auch wieder am Blühen, ne? So ein paar Bäume und so. Also gehe ich mal von aus, dass die Welt sich regeneriert. Krieg bleibt immer gleich. Trophäe erhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht gerade, aber ich habe das gerade hier so einbekommen. Wow. Wow. Boah, das sieht so geil aus auf dem Bildschirm hier. Ich weiß ja nicht, ob es, ich glaube, zu 90% wird es wiedergegeben dann auf dem Video. Aber es ist fantastisch, Leute. Tolle Grafik. Also, ich kann mir gar nichts sagen. Ich habe gelesen, also die Grafik könnte ein bisschen besser sein, aber die ist doch top. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Und die Bäume sehen auch richtig aus. So habe ich es mir vorgestellt, dass die alle keine Blätter haben, nur so Stiele dranhängen. Da ist ein bisschen Gebüsch so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Gebüsch wieder nach Jahren mal wieder zurückkommt. Aber alles so tot und grau. Da hinten ist Nebel, eine alte Baustelle und ich habe alles. Und zwar eine Pistole. Da hinten haben wir was. 89 Meter, 88 Meter. Da unten ist sogar irgendwie ein kleiner Mann oder was. Ein Skelett, ich möchte es gerne aktivieren. Ah, eine Nuka-Flasche nehmen wir. Radaway, Mikroskop, ich nehme alles mit, Leute. Ihr wisst ja. Ordner, ein Ordner. Kann man da was lesen? Kann ich jetzt hier was drücken? Drücken. Geht ja wieder runter, ne? Ne? Okay. Okay, dann durchsuchen wir erstmal hier ein bisschen was. Aha. Radaway, das ist alles mit diesem Atomzeug. Naja, ich gehe mal von aus, dass hier rum alles sowas liegt, was hier mal abgeworfen wurde oder so. Boah, die Welt sieht da wirklich toll aus, oder? Fliegt da was? Ey, da sind Vögel. Kann ich die jagen? Yeah! Krass, okay, ich kann aber nicht dran schatzen oder so. Aber töten kann ich. Ich konnte auch nicht meinen Vault benutzen. Hier, mein WhatsApp konnte ich nicht benutzen. Okay. Ich schaue mir gern alles an, liebe Freunde. Weil, ihr wisst ja, man kann was übersehen. Aber seht ihr mal, gerostet. Aber noch nicht aufgelöst. Das heißt, es waren vielleicht doch noch nicht so Tischventilator, so viele Jahre. Boah, den hat es ja richtig erwischt. Yeah, eine ganze Kaffeekanne. Wozu sollen wir denn auch Grund gucken? Wozu sollen wir denn eine Tasse mitnehmen, wenn wir eine Kanne haben können, ne? Ah, 10 mm Patronen, sehr gut. Aschenbecher nehmen wir auch mit. Kriegen wir auch mal eine Haarklammer hier? Hallo? Haarklammer? Kram. Ich hätte gerne einmal Kram. So, okay, dann gehen wir jetzt mal hier runter. 89 Meter oder 90. Und schauen wir uns das mal an. Ah, das ist das Bild. Das Püppchen ist noch drauf. Überall die Leichen, also das ist alles mit dem passiert, wo die draußen waren, wo die Atomexplosion war. Und so wäre es auch in Wirklichkeit, da wäre eigentlich nichts mehr über. Eine Schlammbohne. Ah, jetzt gibt es auch die seltenen neuen Pflanzen, die sich hier entwickelt haben, ha? Ich denke, wenn die... Oh, eine Hubbelblubbe. Eine Hubblume. Hubblume, okay. Es gibt keine Pusteblumen mehr, es gibt nur noch Hubba-Bubba-Blumen. Boah, die Welt sieht toll aus. Wahnsinn. Richtiger Urlaubsort.
Hier kann man Urlaub machen. Boah, geil, hier sind überall S-Häuser und ich weiß gar nicht, was das alles sind für Symbole. Entdeckt Sanctuary. Okay, das gibt sogar Erfahrungspunkte. Ist das jetzt meine alte Stadt gewesen oder kann ich die eigentlich wieder aufbauen? Boah, krass sieht sie aus. Ich kann bestimmt jedes Haus durchsuchen. Wow, wow, wow. Wisst ihr, das ist so ein geiles Feeling-Game. Man kommt hierher, man durchsucht erstmal alles, schaut sich ganz gemütlich um hier so. Boah, dann denkt er sich auch so. Geil und wow. Und ja, und dann ist man hier. Aber so viele Kaffee... Ah, Kronkorkenvorrat, okay. Ich glaube, die kann ich als Geld benutzen, ne? Kronkorken ist Geld. Also ich muss gucken, ich werde auf jeden Fall vieles mitnehmen, aber nicht alles. Also so sinnloses Zeug oder was ich noch nicht habe, werde ich nicht mitnehmen, weil ich weiß ja nicht, was ich alles nachher verwenden kann zum Bauen. Eine Nook-Flasche ist, glaube ich, aber wichtig. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Okay, was haben wir hier so? Gar nichts. Ah, bis jetzt ist auch ziemlich ruhig hier. Boah, also da können wir wirklich froh sein, auch wenn wir gepennt haben oder eingefroren wurden, dass wir drinnen waren. Geh nach Hause, abgeschlossen? Ach, ich bin schon zu Hause jetzt, oder was? Das ist mal von meinem Nachbar gerade die Wohnung hier. Hm? Viel ist ja nicht mehr über. Okay, Cosworth ist der Roboter, ne? Dann quatschen wir mal mit dem. Oh, da steht er schon. Cosworth. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Hey, er ist noch am Sägen hier. Du bist es wirklich. Was ist passiert? Cosworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Tja, meine bessere Hälfte? Die ist... Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Charade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Oh Mann, die spielen direkt auf alles drauf an, ja. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen. 200 Jahre? Alter Scheiße. Das muss ich jetzt erstmal sagen. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Scheiße. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Alles klar. Da ist jetzt irgendwas. Manchmal halten ja Leute Informationen über Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu bereden. Wie schwer ist es, jemanden zu bereden? Kennst du an der Farbe? Gelb einfach, orange mittel, rot schwer. Das müsste jetzt gelb sein, würde ich sagen. Also es ist einfach, ich überrede den mal. Cosworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Also Charisma muss ich höher machen, okay? Was ist los? Ich, oh Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Hör auf, bleib bei mir. Bleib bei mir, mach mal. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen.
Herren, und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Oh mein Gott, ein Holoband. Das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Danke, Holoband. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Gucken wir gleich mal das sofort rein. Genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den... Gleich, ich will zuerst wissen, was das ist. Nein, vielleicht. Ich weiß nicht, Cotsmouth. Kommen Sie mit! Okay. Er rennt sofort los, oder was? Ich will jetzt aber erst noch mal kurz mein Haus durchsuchen. Pitboy, vielleicht bleibt er ja stehen. So, Inventar. Daten. Zeitreise für Anfänger. Das ist meine Mission. Quest. Okay. Kann man hier. Ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken. Klassisches Radio, das ist okay. Inventar, dann wird es wahrscheinlich da drin sein, oder? Hilfsmittel. Kram. Diverses. Ah, da ist es doch. Und Wiedergabe. Süß. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Wow, richtig geil. Richtig cool, ja. Ist natürlich jetzt traurig für ihn, weil sie natürlich weg sind. Und ja. Ich will jetzt trotzdem erst in mein Haus. Ich denke, auf dem Radar sehe ich ihn ja, wo er hinrennt. Und wie gesagt, das ist unser Haus. Und vielleicht finden wir noch irgendwas. Und ihr könnt euch noch dran erinnern, im ersten Part habe ich gesagt, lasst ja die Schränke zu. Und jetzt gucke ich mal, ob jetzt dadurch was passiert ist, wo ich den Schrank zugelassen habe. Oder ob der Schrank sich... Ah, guckt euch das an. 4 Kronkorken in dem Ding drin. Okay, ob da was passiert. Ah ja, hier war das Superkleber, okay. Das komische Zimmer, wo die ganzen Sachen... Boah, wie schön das vorher aussah, ne? Und jetzt ist wirklich nichts mehr über. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe mich gerade voll erschreckt. Krass, total eingestürzt. Das Kinderzimmer, hier waren die Schränke. Blastradios Brettspiel nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mit. Sean's Kinderbett. Ich komme, Kumpel. Ich kann's aktivieren. Nachttischlampe brauche ich nicht. Ah, Spielzeugauto Babyrassel. Nehmen wir mal mit. Vielleicht erinnert er sich dran. Wenn dann so ein großer Schwarzer mit Muskeln vor dir steht. Guck mal, ich habe da eine Babyrassel. Ja. Guck noch, der Baba. Cool. Ist bestimmt so ein Sammlerstück. Ja, das war natürlich unsere Küche. Kühlschrank. Aha. Leere Milchflasche. Da fragt man sich doch, wie die da reinkam. Kleine Babyflasche. Ich nehme mal alles mit. Man weiß ja nie, wofür man was braucht.
Ich höre so gruselige Geräusche, das macht mir ein bisschen Angst. Naja, wir gehen jetzt erstmal zu Cosworth, bevor der jetzt sauer ist und mich dann verschwartet. Ihr wisst, der hat eine Kettensäge dabei und das ist immer nicht so gut. Mann, so viele geile Sachen hier. Was ist das? Eine Werkstatt. Geil. Kann man bestimmt was bauen hier. Schreibmaschine? Achso. Klebeband, Schraubenzieher. Batterie, Klebeband. Krass, Öl. Waffen, was? Waffenwerkbank. Uiuiuiui. Schaufel. Kann ich eine Schaufel über den Kopf ziehen? Hier ist auf jeden Fall so eine Art Baustelle. Power-Rüstungsstation, okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Stadt wieder aufbauen können. Und hier fangen wir dann an. Aber Power-Rüstung. Ah, ich brauche eine Power-Rüstung. Ah, da ist er ja. Hallo, mein Freund. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist... Blefli. Ach, da ist ein Vieh. Dreieck gefällt die US-Flagge. Ja, die nehmen wir mit. Ich baue mir hier... Ich will auch Deko bauen. Fernseher geht nicht. Warum denn? Ist doch alles noch mit Strom versorgt. Doch nicht. Was haben wir denn noch so Schönes hier in Disneyland? Ja, was ist denn hier los? Hier drüber hüpfen? Kann ich nicht. Ich will hier raus. Ich will sterben. Ich hänge hier fest. Geh weg. Aha. Eine Hose. Ich, alter Matrose. Schirmlose Taschenlampe. Ach, na doch, sowas. Nachttischlampe oder so. Ein Plastikkürbis für Halloween, wenn es mal wieder länger dauert. Ne? Noch eine Babyrassel. Oh Mann, ich kann hier schon gleich einen Supermarkt aufmachen hier. Okay, wir gehen mal raus. Komm. Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Schon okay, Sean ist da draußen. Machen wir so. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Du bist nutzlos. Danke, Cotsworth. Vielen Dank für deine Hilfe, Cotsworth. Viel Glück, Sir. Sie finden den kleinen Sean. Ich weiß es. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Ah, okay. Such dich in Cotsworth um. Er bleibt hier und sichert alles. Alles klar. Kann ich reden? Hey, Cotsworth. Concord? Okay, suchen wir Concord. Jetzt will ich mal kurz gucken, wie das Speichersystem ist. Speichern. Ich drücke jetzt einfach mal drauf und gucken, was passiert. Autosave. Kann man hier nicht irgendeine machen? Ich will hier so eine... Ja. Möchtest du speichern? Ja. Kann ich hier nicht eine fette Datei machen? Sehr schön. Sehr schön. Haben wir gespeichert, ne? Perfekt. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Cut und sehen uns dann morgen wieder und dann werden wir erstmal alles durchsuchen. Ich gucke mir jetzt gleich mal die Werkbänke an und. Ich freue mich wieder, wenn ihr mit dabei seid, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder und schaut euch die Atmosphäre an. Boah, das ist wie nach der Zombie-Apokalypse von The Walking Dead, nur diesmal nicht mit Zombies, vielleicht gibt es hier auch, ich weiß nicht, aber jetzt einfach mal so eine richtig große Welt erkunden. Ich weiß nicht, haben wir kurz die Karte? Schau mal ganz schnell noch, das ist so mein Special jetzt gerade. Kurz auf Karte gucken. Da. Okay, das ist die Karte. Ich weiß nicht, ob das komplett jetzt die Welt ist. Oder ob es noch größer wird. Und. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal gigantisch aus. Da muss ich also hin. Okay. Wow. Fantastisch. Ja gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es heißt Fallout 4. Bis dann, euer Rivano. Ciao.